Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Wann hat es das letzte Mal gegeben? Ich glaube, Koblenz, als du den Torwagen damals eröffnet hast. Oder? Ich weiß es gar nicht, mit Markus Mann als Interimstrainer. Genau. Schon ein paar Jahre her. Hat man, glaube ich, gesehen, dass uns das so gut tut. Und dass wir schon so ein bisschen auch befreit gespielt haben und haben lange darauf hingearbeitet. Gut. Woran hat es denn jetzt gelegen? An eurer Stärke, an der Schwäche des Gegners, am Wetter? Auf die Frage, woran hat es gelegen? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Ich versuche es anders. Okay. Ja, ich glaube, wir haben mit dem 1-0 Standard haben das Spiel eröffnet so ein bisschen und dann hat man schon gemerkt, dass die Körpersprache beim Gegner nachlässt. Ja. Und wir sind gierig geblieben, das war, glaube ich, heute das Entscheidende, dass wir da nachgesetzt haben, vorne drauf geblieben sind. Und dann, glaube ich, spätestens mit dem 3-0 und nach der Pause war das Ding dann erledigt. Ja. Und du hast ja ein Gefühl auf dem Feld und das war eigentlich mit dem 1-0 schon so auf der Siegerstraße. Ja. Gut, wie geht's jetzt weiter? Wollt ihr nochmal einen draufsetzen? Ja, das neue Spiel, ganz andere Mannschaft wieder. Stehen auch mit dem Rücken zur Wand, haben, glaube ich, auch jetzt vielleicht vor, was zu ändern. Und wir genießen, glaube ich, erstmal den Moment, haben jetzt einen Tag länger Pause. Und dann freuen wir uns auf ein geiles Spiel, geile Kulisse, Montagabend. Kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Ja, und gibt er dem Jürgen Lugia einen aus für seinen Hinweis? Von ihm muss eigentlich was kommen. Ja, okay. Ja, mal schauen, man arrangiert sich da bestimmt schon. Alex, vielen Dank, dass du da bist. Nach so einer Niederlage fühlt man sich natürlich nicht besonders. Wie hast du das Spiel jetzt insgesamt gesehen? Ergibt das den Spielverlauf wieder? Das Ergebnis? Ich glaube ja. Also wir waren heute zweikampfschwach, haben viel zugelassen. Haben denen die Karten gespielt, viele Räume vor unseren zwischen 6 und Innenverteidigung gehabt, dass die einfach nur vorne anspielen können und dann in die Tiefe starten. Da waren wir nicht clever genug und nicht hart genug. Am Ende, ja, aber noch ein paar, so einem Tag noch ein paar individuelle Fehler dazu. Ja, das macht den Kohl dann voll fett und den Tag voll, so wie das Wetter, regnerisch, grau. Die ersten 20 Minuten hattet ihr noch ganz gut ausgesehen, habt mitgespielt und dann kam dieser Freistoß und dann war alles vorbei. Ne? So kann man es eigentlich richtig, vorstellen. Ja. Ja, wir haben heute 2 oder 3 Tore über Standards kassiert. Müssen wir besser verteidigen, ganz klar. Auch in der Entstehung vielleicht ein bisschen cleverer sein, dass sie nicht so einfach entstehen. Mhm. Und dann sieht man halt schon, dass da viel mehr Körpergröße und Erfahrung dabei ist, dass sie dann da 3 davon machen, ist halt dann auch eine Klasse in der Liga. Ja, ansonsten fühlt es sich wohl hier, war das der richtige Schritt für dich, denkst du? Ja, also das auf jeden Fall, also hier kann ich auch spielen, hier kriege ich wieder Spielpraxis, kann wieder Spaß am Fußball finden und ist eine gute Herausforderung hier mit der Altstadt. Die sind nicht umsonst aufgestiegen, haben einen guten Kern, haben eine gute Truppe da draußen von den Fans her, die unterstützen uns, egal wie es brennt oder wie es ist und das macht Bock. Ja. Ich danke dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich habe eben schon den Alex gefragt, gibt das Spiel das Ergebnis wieder oder denkst du, es ist zu hoch ausgefallen? Wichtiger Faktor, aber wie geht es dir jetzt mit dem Wechsel? Schwierig zum sagen. Wir haben schon eine gute Phasen drin gehabt, aber die Tore hat einfach zu leicht gefressen dann einfach und dann ist halt schlussendlich doch gerechtfertigt. Ja. Gut, trotzdem hat euer Stadionsprecher Hoffnung gemacht, ihr müsst einfach an euch glauben, oder wie siehst du das? Das ja, absolut, besser. Ich sage, wir sind jetzt noch nicht so weit weg von der Nichtabstiegszone, einfach weitermachen, wir müssen es besser machen, das wissen wir jetzt, oder das haben wir vorher schon gewusst, also, ich meine, das ist von vornherein kein Selbstläufer. Wir müssen jedes Spiel einfach besser machen und dann punkten. Der Spieler des Tages ist bei uns, ganz klar, 3 Tore. Wann hast du das denn zum letzten Mal gemacht? Jetzt sagen wir außer so Salui. Und in der Regionalliga, glaube ich, das ein oder andere Mal. In der dritten Liga, glaube ich, noch nicht. Von daher, schönes Gefühl, wenn man dann noch mit einem 6-0-Kantersieg nach Hause fährt. Perfekt, alles gut gelaufen. War das so abzusehen? Habt ihr ein bisschen das Gefühl dafür gehabt, dass was in der Luft liegt? Ich glaube, man hat entweder ein gutes oder ein nicht so gutes Gefühl. Ne? Beim Warmmachen hatte ich schon das Gefühl, dass wir eigentlich ganz gut da sind. Und dass es dann so ein Kantersieg wird,
das ergibt sich dann im Laufe des Spiels. Heute war es halt ganz wichtig, dass wir die Chancen auch eiskalt genutzt haben, auch zu guten Zeitpunkten die Tore dann gemacht haben. Ja, dann kann es mal so in die Richtung laufen, aber ich sag, ja, mit dem 1-0 ist das natürlich immer ein schöner Türöffner, aber ich fand Bayreuth nicht so schlecht, wie das Ergebnis jetzt im Ende ja, hergibt.